Herr Landes- und Stellvertreter, 100 Tage schwarz-blaue Regierung. Es hat sich viel geändert in der Zeit. Aber welche Bilanz ziehen Sie aus dieser Regierung? Also der Bereich Sicherheit ist wirklich enorm positiv betroffen. Das heißt, es wird wirklich einiges weitergebracht, das vorher nicht möglich war. Überhaupt im Asylbereich ist es jetzt so, dass wir definitiv auch zum Beispiel die Handydaten von Asylwerbern kontrollieren können, dass wir auch die Altersfeststellung machen können. Früher hat es geheißen, Röntgen kann man nicht machen, jetzt kann man das machen. Es gibt mehr Polizei, es gibt ein zusätzliches Budget von 250 Millionen Euro im Bereich der Sicherheit. Es gibt so viel Neues, dass der Innenminister jetzt auch taxativ aufgezählt hat, dass man sich wirklich sicher fühlen kann, speziell im Burgenland, weil ja wir ein Grenzland sind. Und was kommt denn jetzt für die weitere 100 Tage? Ja, die nächsten 100 Tage, glaube ich, werden noch erfolgreicher werden. Und ich bin überzeugt davon, dass spätestens, ich sage mal, in 2 Jahren ganz Österreich sehen wird, wow, da ist wirklich was weitergegangen.